So, jetzt machen wir lecker Sauerkrautbrot. Knäckebrot aus Sauerkraut und Leinsamen als Rohkost. Lecker, lecker, lecker. Dazu 500 Gramm goldene Leinsaat in den Thermomix. Dann 10 Sekunden Stufe 10. Und man erhält ein wunderbares Leinsamenschrot. So, jetzt kommen noch dazu etwas Sojasauce, Anis, Fenchel, Kümmel, 200 Gramm Rosinen, 500 Gramm Sauerkraut und Buchweizis. Buchweizis sind Buchweizenkörner, also ganzer Buchweizen, eingeweicht 12 Stunden, dann 48 Stunden gekeimt und anschließend im Dehydrater wieder getrocknet. So sieht man diese wunderschönen getrockneten Buchweizenkeimlinge ganz kross und die sind saugesund und die kommen gleich da dran. So, hier ist jetzt alles dran. Ich habe noch ein bisschen Salz dazu getan, denn das Salz ist ja gut, denn es wird schön würzig dadurch. Aber auch die ganzen anderen Gewürze machen das super lecker. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Zack. So, jetzt stelle ich mir einen guten Liter Wasser daneben und mache auf Linkslauf, damit die Buchweizis nicht zerschreddert werden. Und stelle das Ganze ein auf, sagen wir, 4,5. Und gieße den Liter Wasser hier oben hinein. Verrührt wird. Deckel drauf, damit es nicht rausschwappt. Und gut. So, jetzt haben wir ja eine wunderschöne Masse. Ja, das Ganze verteilen wir so etwa 3 bis 5, ja eher so 5 mm dick auf einem Blech oder dieses Plastikblech für den Dehydrator. Das Ganze hat jetzt 4 Bleche gegeben und die sind jetzt im Dehydrator. Bleche, Plastikbleche, ne? Plastikblech, schon Widerspruch an sich. Aber macht nichts, ihr versteht mich trotzdem. Und wir schalten den Dehydrator ein und machen bei 41 Grad jetzt mal über Nacht. Lassen wir das mal laufen. Jetzt sind wir schon so etwa 12 Stunden dran am Trocknen und jetzt ist es noch ein klein bisschen feucht und jetzt nehme ich das von dem Papier runter, sonst backt das so fester dran. Umdrehen und das Papier vorsichtig abziehen. Brot ist die perfekte Ergänzung zu einem super Dinner oder auch auf Reisen oder im Kino oder wo auch immer. Lecker!